Wir benötigen Eier, Zucker, Vanillezucker, Mehl und Backpulver, bereits vermischt, Kakao-Getränkepulver, so ein bröseliges, Öl und Milch. Eier und Zucker werden gut miteinander aufgeschlagen, danach kam auch schon Öl und Milch hinzu. Das wird kurz miteinander verrührt. Danach geben wir dann Mehl und Backpulver, das bereits vermischt ist, hinzu und heben es vorsichtig unter. Zum Schluss wird noch das Kakao-Getränkepulver untergehoben, ganz vorsichtig und nicht zu lange. Ihr könntet anstelle des Getränkepulvers auch gehackte Schokolade nehmen. Übrigens ist meine neue Küche soweit fertig. Das bedeutet, ich kann wieder ordentlich backen und es kommen wieder regelmäßig Videos. Die kommenden Videos werden wahrscheinlich schon leckere Rezepte für Weihnachtsbäckerei sein. Wenn das Getränkepulver dann auch gut untergehoben ist, füllen wir den Teig in eine Kugelhupfform. Ihr könntet es aber auch auf dem Backblech backen. Der Kuchen kommt für gut 50 Minuten ins Backrohr. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Über Daumen hoch, eure Kommentare und natürlich euer Abo würde ich mich sehr freuen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.